Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den nächsten, zur nächsten Mission. Ach schade. Dann werfen wir es einfach, dahin sind auch noch welche, oder? Hier, zack. So, ich ruhe mal nebenbei noch ein bisschen Assassinen, weil das ist cool. So, und... Was? Wohin wirft er denn? Ich hab doch extra den markiert. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Was ist geschehen? Stille. So, den schmeiß ich nochmal hin. So, wir müssen jetzt in die Engelsburg eindringen. Sind wir. Nicht... Oh Gott. Schon wieder. Habe ich nur Armbrust... ich habe voll, sehr gut. Tschüss. Mit der Armbrust sollte es sogar vielleicht gehen. Wir töten einfach alles, was wir finden und dann easy. Muss er jetzt einen haben? Für mich, Dankeschön. So, die Mauer erklimmen. Am besten einfach hier über die Leiter, oder? Geht das? Das war schon riskant. Immer einfach mit der Armbrust töten, dann ist das schon easy. Oh Gott, das war gerade knapp. Die haben wir ja schon wieder gesehen. Und dann nehmen wir hier dein Geld noch mit und hoffentlich dein Armbrustbolzen. Kein Armbrustbolzen, aber ein bisschen Medizin, weil die verbrauche ich immer richtig schlimm. Aber immer, wenn ich irgendwie einen Schaden nehme, dann nehme ich sofort eine Medizin. Weil ich denke, ach, ich kriege keinen Schaden mehr. Und dann sterbe ich, weil ich so viel Geld verschwendet habe und alles, weil ich so auf der Welt rumreise und alles töte. Ja, das war erst wenig Geld wieder. Ich habe noch Karten gekauft für den Bezirk Antico. Das ist aber der Diebesgilde. Und ja, ich habe noch zwei Dolche gekauft. Ne, einmal den Dolch und einmal diese gekerbte Ochsenzunge. Cesare. Ich kann jetzt nicht einfach wegschießen mit meiner Armbrust. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Das geht doch freundlich, ja. Assi. Die Geheimtür finden. Der schon wieder, ja, schon mal. Jetzt lass du einfach einmal die Armbrust ausgerüstet. What the fuck? Tschüss. Leiche. So, wo müssen wir denn hin? Der hat doch bestimmt drei Bolzen für mich. Zwei nur. Hoffentlich sehen die mich nicht. So, dann weg mit dem, ne? So, die Geheimtür finden. Muss ja immer komplett außen rum, oder? Weil darüber kann ich anscheinend nicht. Ich könnte theoretisch versuchen, hier irgendwie rumzugehen. Können mich sehen? Ich glaube nicht.
Der ist da oben. Den soll ich vielleicht noch ausschalten. Und hier müsste dann irgendwo eine... Ja, hier. Schön versteckt sogar. Dann hat der bestimmt... Der sogar drei Bolzen für mich. Easy. Huhuhuhuhu. So, dann werden die jetzt von leicht abgelenkt sein und ich laufe hier einfach hoch. So eine Geheimtür ist es nicht wirklich. Das ist einfach nur eine Tür. Eine ziemlich große sogar. Das ist wahrscheinlich der Haupteingang. Obwohl, nee, den Haupteingang bin ich ja zuerst also bin ich ja schon mal lang gegangen. Einen Weg in den oberen Speisesaal finden. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Ja, vielleicht, weil ich Cesares Leute gerade umgebracht habe und der einen Typ noch lebt und... Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Wo muss ich denn lang? Vielleicht da hoch oder so? Gott, jetzt springe ich da runter, sie festhalten. Meine Güte. Da direkt hoch kann ich glaube ich nicht. Ach scheiße. Ich mache es irgendwie die ganze Zeit gerade falsch. Ich darf nur einmal springen, ich springe mal zweimal ab da. So, und jetzt hier hoch, oder was? Das sieht doch schon besser aus. So, und dann hier so, zack. Maestro. Maestro ist, glaube ich, der letzte Rang, also der 10. Ich glaube, dann kann ich mit denen so eine spezielle Aufgabe machen, wo sie irgendwie so ein Ziel töten müssen. Und dann werden sie zu vollwertigen Assassinen. Ich glaube, ich habe davon jetzt schon 4 Stück oder so, die jetzt einen Maestro-Rang haben. Aber ich konnte bisher noch nichts machen, weil die, weiß ich gar nicht, was waren. Warum konnte ich das nicht machen? Ach ja, weil die alle gerade erst vor der Mission geworden sind. Da hatte ich keine Lust, das noch zu machen. Scheiße, ich hab den gar nicht gesehen. Hier war ich doch auch schon mal. Will jetzt nochmal hierher kommen oder nicht? Ezio? Geht's dir gut? Das sieht aber schön aus hier. Der Farbton gefällt mir, dieses Rot. Wie soll ich den jetzt umbringen? Einfach so? Oh Gott im Ernst! Naja, dann war es das mit den nicht entdeckt werden und können sie einfach in alle Gegner reinstürmen. Easy. Ich hasse sowas. Wenn man nicht sieht, ob da jemand kommt oder so. Manchmal denke ich mir, was denkt sich die Steuerung gerade? Oh, hier gibt es ein Fleur-de-Lis. Das kenne ich sogar, das Symbol. Aus Payday, hauptsächlich. So. Warum sind die französischen Symbole an einer italienischen Burg? Vollsynchronisierung fehlgeschlagen, dankeschön. Wie lange haben wir noch? Was ist hier geschehen? 10 Minuten. Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte.
Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen. Es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Der ist ein bisschen sauer. Wohin? Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare, er will dich vergiften. Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod, sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist. Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt. Wo ist der Apfel? What the fuck? Sag es! Tja! Sag's mir! Kommt mir gerade so vor, als wäre ich in so einem schlechten Film. Schnell als Cesare den Edensplitter erreichen. Niemand töten, oh Gott. Nun gut, Cesare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Hör auf zu heulen, meine Fresse. Oh Gott, ist ja richtig nervig. Ist Rodrigo Borgia eigentlich wirklich tot? Nicht dir! Ich weise Entscheidung, kleine Schwester. Oh Gott. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. Und wo? San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. Durch den Vordereingang verlassen. Wo ist denn der? Lucrezia Borgia. Ich dachte, ich kann jetzt alle ausrotten nochmal, aber darf ich gar nicht. Ich mag die Borgia nämlich gar nicht so sehr. Unfreundliches Pack sind die. Assassino! Hallo! Und wir können nicht einfach... Wir können die nicht einfach aufdrücken oder so. Cesare Borgia. Ja, dann... Ah, fuck, da kommen wir nicht hoch. Ach, dann müssen wir das machen, was ich schon direkt hier als erstes mal in der Burg gemacht habe. Ich finde es irgendwie blöd, dass man wieder in die Burg rein muss. Das hätte man irgendwie anders machen können, keine Ahnung. Ich meine, ich kenne den ganzen Scheiß. Ich meine, ich musste dich doch sogar schon mal lang, oder nicht? Ich sehe ihn nicht mehr. Die habe ich gerade fast umgebracht. Noch kurz hin. Ah, oh, Münzen vom Blatt, den Fehler, jetzt brauche ich nur ein paar. Vier Minuten habe ich Zeit. Was der Große da? Haltet ihn auf! Zur päpstlichen Petersbasilika gelangen.
Plötzlich sehen die mich, genau. Ah, lass mich in Ruhe. Bitte. Puh. Was zur Hölle? Der hat mich gerade gequickscoped. Ist gemacht. Könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen, ihr Assis? Gott, meine Fresse, ey. Puh, richtig spannend ist das gerade. Recht ihm die Beine, bitte nicht. Oh, ein Bojabanner. Na, scheiß drauf, gehen wir unten weiter. Wo muss ich denn überhaupt hin? Es ist wahrscheinlich dieses große Ding da, ne? Bitte nicht erschossen werden, Ezio. Das wäre jetzt ganz schlecht. Der schießt mir einfach an und interessiert Ezio einfach nicht mehr. Sehr gut. Ezio hat eine Feuerresistenz aufgebaut. Perfekt. Was hat da gerade geleuchtet? Achso, ein Romulus-Versteck oder so ein Scheiß. Ist er bitte auf mich... Warum soll ich hier niemanden töten? Was ist das für eine Aufgabe? Sind wir gerade im Vatikano? Und das ist ein Templer versteht, kann auch sein. Wie soll ich denn hier anonym werden? Das ist doch behindert! Ich meine, ich kann hier nicht anonym werden und hier kommen einfach 1000 Leute und ich darf ja niemanden töten für die Vollsynchronisation. Oh Gott, ey. Ja, und jetzt? Könnt ihr mich bitte schnell verlieren? Was? Also, was war das gerade? Seit wann können die... Ja, das schaffe ich nicht mehr. Nice. Gutes Spieldesign auf jeden Fall, wo man es nicht schaffen kann. Naja, so welche Mission kotzt mich mal wieder an. Vor allen Dingen, wieso haben die mich da gerade gesehen? Änderung neu starten. Na, das wird sie ja gleich zurücksetzen. Oh, Zeit abgelaufen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, dass das Spiel beschissen ist und nicht so will, wie ich will. Für die Vollsynchronisierung soll man nicht niemanden töten. Aber es gibt einfach Leute, die kommen dir einfach so schnell hinterher, dass du sie töten müsstest, um ihnen zu entkommen. Weil du kannst nicht von ihnen wegkommen, sie sind schneller als du. Das heißt, entweder du... Das geht einfach nicht. Du musst einfach Glück haben, dass sie dich nicht sehen. Und wieso sehen die mich immer sofort? Was soll denn das? Ich wollte einfach nur das Pferd haben. Es bleibt doch stehen, du Drecksvieh! Na
Lass mich raten, also ich könnte sie noch mit dem Pferdschritt halten. Ja, der Part wäre jetzt vorbei eigentlich. Hier oben war eine Bank. Wie sind die jetzt bitte so schnell hergekommen? Ich habe ein verschissenes Pferd gehabt. Was ist das für eine Scheiße? Wieso? Ich bin nicht mal aufgestanden. Ja, scheiß drauf. Da scheiß ich drauf, ne. So, sowas kotzt mich schon wieder an. Oh Gott, das wäre dann ja schon die nächste Mission. Ihr sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! Oh, er tötet sie einfach. Stimmt, die Mission startet jetzt erst. Oh Leute, dann hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.